Habemus Trade, nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern vier, nicht nur konservativ, sondern auch spekulativ, nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig, nicht nur der Ausbruch, sondern auch die Unterstützung, alles in einer Ausgabe traden. Das ist das, was wir fürs Leben tun. Wir zeigen euch ein paar Setups, bei denen wir sogar schon eine Order drin haben, aber auch Setups, wo wir noch auf der Lauer liegen und sagen, ja, komm zu Papa und dann geht's hoffentlich richtig zur Sache. Beim ersten haben wir uns schon auf die Lauer gelegt, das heißt, wir haben schon die Order im Markt und das geht über die etwas größere Zeitanlage, also eher über den Tageschart, auch wenn ich euch jetzt mal den Stundenchart zeige. Und es ist ein Unterstützungstrade und es ist eher konservativ. Und es handelt sich um die Aktie, ich sag's euch, Coca-Cola. Denn die Coca-Cola-Aktie, jetzt hier haben wir über die Stunde gezeigt, macht hier eine potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation nicht ganz sauber. Und doch das ist hier im Bereich der 52 Dollar eine kleine Bodenbildung, wird bullisch aufgelöst mit einer offenen Lücke. Und für den Fall, dass er nochmal hier in Richtung der offenen Lücke laufen sollte, so im Bereich von 53,60 im Tag, ach was, es ist ja die 20-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie. Und jetzt ist es so, für den Fall, dass der Markt noch einmal in Richtung dieser Zone zurückkommen sollte, an diese ehemalige Unterstützung wird bärisch aufgelöst und sofort zurückerobert, bedeutet das für uns, diese Marken um die 53,60 war eine starke Unterstützung. Und die wurde bärisch aufgelöst mit der 200-Tage-Linie. Die Bullen kommen sofort zurück. Und deswegen, wir hoffen, dass der Markt uns noch einen kleinen Pullback gibt. Und jetzt wisst ihr was, muss ich den MJ fragen. MJ, was haben wir jetzt eigentlich für ein Limit am Ende eingegeben? Wir wollten noch, man muss selber nachgucken. Wir rechnen das nämlich aus. Und dann schauen wir auch, was vom Chancen-Risiko-Verhältnis dann für uns interessant ist. Und dann ist nämlich so, entweder ist es vom Chancen-Risiko-Verhältnis für uns interessant. Und dann holt er uns ab, prima. Wenn der aber ohne uns abzuholen läuft, dann sagen wir nicht, nein, der ist weggelaufen, Coca-Cola. Dann machen wir mal den nächsten Check. Wenn du nämlich weißt, wo du einsteigen kannst, dann ja, gib uns ein Limit von 53,51. Ah ja, seht ihr, das heißt, wir sagen dem, du sollst sogar so ein Klitschko kleines bisschen unter die 200-Tage-Linie kommen. Jetzt kann man sagen, das wird er doch nie machen. Wer weiß. Aber wenn er das macht, dann wird er nämlich genau hier an diese, in Richtung der Nackenlinie zurückkommen und ein kleines bisschen unter die 200-Tage-Linie. Von hier aus sehen wir eine größere Wahrscheinlichkeit, hier hoch in Richtung der 55,30 zu laufen. Das wäre dann nämlich auch hier die 20-Wochen-Linie, eine horizontale Widerstandsmarke und von dem Ausverkauf sogar eine wichtige FIP-Marke. Das heißt, der erste Trade ist für uns Unterstützungstrade. Wir wollen, dass er noch ein bisschen uns entgegenkommt. Und wenn er das nicht macht und weiterläuft, dann können wir immer noch uns zum Beispiel dafür entscheiden, dass wir sagen, okay, du hast uns die Unterstützung nicht gegeben. Pff, macht ja nichts, Kumpel. Weißt du was? Hier, Schulter, okay, großer Kopf, Schulterformation. Vielleicht können wir dich sogar prozyklisch handeln, wenn du nämlich die Horizontale im Bereich von 54,80 rausgenommen hast. Und es ist ja nicht der einzige Trade, den wir derzeit am Laufen haben. Vielleicht habt ihr unsere gestrige Ausgabe geschaut, da habe ich euch gesagt, Silber sind wir auf der Long-Seite. Heute Silber, will ich nichts Falsches sagen, vorhin waren es plus 2,3%. Und wir sehen da weiterhin Potenzial. MJ macht gerade so, das heißt plus 3,6%. Plus 3,6%, habe ich doch gesagt, plus 3,6%. Ich habe hier Zeugen, die haben es gehört, dass ich 3,6% gesagt habe. So nah bin ich am Markt dran an meinen Trades. Da muss ich doch noch mal kurz was anderes sagen. Und zwar, ich habe tatsächlich heute, weiß ich nicht, um 10.30 Uhr drauf geguckt und seitdem habe ich nicht mehr drauf geguckt. Du brauchst auch nicht als Trader die ganze Zeit auf deinem Trade zu sitzen. Du bist ja keine Mutter, die irgendwelche irgendwelche Eier bebrütet und dir immer nur da drauf sitzen muss, weil irgendwas passiert. Du gibst einen Trade ein, lässt laufen, hast einen Stop-Loss drin, ziehst nach und so weiter. Übrigens, wenn ihr diese Art von Trading interessant findet, aktuell haben wir für unser Trading-Angebot Plus-Paket, so alles, was sich so bewegt, handeln wir. Ein Angebot. Seid ihr herzlich eingeladen, mit dabei zu sein, falls das für euch interessant klingen sollte. Bei Coca-Cola Einstieg, Stop-Loss, Zielzone, Stop-Loss nachziehen
und so weiter und so fort. Der nächste, der uns interessiert, wollen wir so ein bisschen erstmal bei der konservativen Nummer bleiben. Okay, dann machen wir weiter mit RWE. Bei RWE wollen wir aber nicht die Unterstützung handeln. Bei RWE wollen wir den Ausbruch handeln. Denn das, was uns RWE im Tageschart zeigt, ist unserer Meinung nach eine große, sehr bullische Bewegung mit einer anschließenden Konsolidierung. Übrigens, ich bin euch schuldig zu sagen, dass ich bei RWE auch langfristig investiert bin. Und bei RWE ist es so, dass diese begrenzende Linie, Widerstand, 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 da sind wir gerade dran. Dazu ist es eine horizontale Widerstandsmarke. Lasst mich das näher ranholen, lasst mich das näher ranholen. So, dazu ist es eine horizontale Marke. Nicht die typische Doppelbodenformation mit der 200-Tage-Linie. Das heißt, oberhalb der Zone um die 33 sehen wir eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit für eine erste Zielzone in Richtung der 34,70. Für einen Trade würde nämlich auch insofern passen, dass man sagen kann, okay, das, was du von hier bis hier gemacht hast, das kannst du oben drauf packen und das wäre dann auch in Richtung 34,90, vielleicht sogar 35. So. Dafür möchten wir aber auch von RWE Folgendes sehen. Kumpel, entweder du machst Zakatomski mit Volumen da raus, dann sind wir relativ schnell dabei, kleine Rücksetzer zu handeln, oder geh raus. Geh raus, teste nochmal diese Zone, mach ein V und dann, wenn du den Rücksetzer machst, dann würden wir das gerne handeln wollen. Und deswegen bei RWE brauchen wir noch ein bisschen Geduld, sind auf der Pirsch und wollen jetzt nicht sofort reinspringen. Wenn wir bei RWE nochmal kurz bleiben, ich würde euch noch was anderes sagen, was mir gut gefällt, ist, dass bei RWE ich gerade Folgendes sehe. Wir haben einmal den Anstieg, den ich euch gezeigt habe, mit dieser Konsolidierung. Und dann gibt es nochmal einen Anstieg mit der nächsten Konsolidierung. Also was für uns auch total interessant wäre, ist, RWE lässt uns noch ein bisschen unterhalb der 33,50 zappeln. Wir warten, wir warten, wir warten und dann wären wir sogar dabei, den primären Ausbruch zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht antizipierst, denn die Typen, die sich hinstellen und euch immer sagen, dreht der Markt, da dreht er, das ist, so funktioniert der aktive Handel nicht. Der Markt zeigt dir den Weg und du kannst an dem Weg folgen. Der Markt zeigt dir, was ist die Wahrscheinlichkeit und dann kannst du aus der Wahrscheinlichkeit etwas ableiten. Nur diejenigen, die nicht traden können, wollen antizipieren. Wir brauchen das nicht. Wir gucken uns den Markt an und dann können wir dem folgen, was uns der Markt entsprechend zeigt. Wenn wir jetzt von konservativ und eher längerfristig in Richtung spekulativ und kurzfristig gehen, da sind wir übrigens auch beim Thema von morgen. Morgen sprechen wir über den Chipkrieg, denn Alibaba hat als eine der letzten großen Cloud-Anbieter, jetzt auch Intel, den Krieg angesagt und hat den eigenen Chip entwickelt, vorbörslich plus 2%. Ich will sehr gerne morgen mit euch über den Chipkrieg sprechen, warum Intel jetzt noch stärker unter Druck gerät, warum die Aktien von Alibaba nochmals additiv interessant werden, aber auch was zum Beispiel Apple und Amazon hier für eine Rolle spielen, aber auch Nvidia, aber nochmal Makroökonomie, Zusammenhänge, jetzt schon Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen, was wir morgen bringen werden. Aber heute wollen wir Alibaba einfach aus rein spekulativer Sicht uns anschauen. Und in dem Zusammenhang darf ich nochmal erwähnen, dass wir vor anderthalb Monaten gesagt haben, Achtung, wir sind der Meinung, dass bei chinesischen Aktien der Boden erreicht sein dürfte und wir sehen auch das hohe Volumen hier, hier, hier. Ich glaube, dass viele chinesische Aktien ihre Tiefs bereits gesehen haben. Das haben wir damals schon gesagt, als dieser massive Ausverkauf zustande kam. Und das bestätigt sich aktuell. So, wenn wir uns jetzt Alibaba an der nichts Falsches sagen haben. Erstmal nachgucken, bevor man irgendetwas erzählt. Ich glaube, Baba wird an der Nasdaq gehandelt. Nee, siehst du, an der New York Stock Exchange. Was ein Glück, dass ich nachgucke, bevor ich irgendwas sage. Also, Baba an der New York Stock Exchange mit einer hübschen, starken Bewegung, mit einer offenen Lücke, zweimal sogar, sagenhafte 22% in gerade mal 5 Handelstagen. Die Tatsache, dass wir auch einen ordentlichen Abstand zur 20-Tage-Linie haben, zeigt, dass das ja nur eine kurzfristige Bewegung ist.
wenn wir etwas additiv handeln wollen. Das heißt, nach 22% wäre es in der Regel hilfreicher, wenn der Markt nicht nur so zack, zuck, sunk macht, sondern wenn er bleibt, 20 Tage, kommt hoch, bildet sich irgendwie eine hübsche Konsolidierung und dann kannst du daraus handeln. Nur hat Alibaba heute bekannt gegeben, dass sie ihren ersten 5-Nanometer-Chip entwickelt haben, was sie aber noch nicht verkaufen wollen, sondern nur für ihre eigenen Zentren nutzen wollen. Erkläre ich euch gerne morgen, warum das so wichtig ist. Und deswegen ist die Aktie auch vorbörslich über die 170 drüber geschossen, plus 2%. Und das wäre dann etwas, was meiner Sicht in einer Stunde interessant wäre, also eher kurzfristig. Und zwar hier, wenn wir das hier auf Schattenbasis zeichnen, das ist Widerstand, nicht ganz Widerstand, 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 da geht er drüber. Alles, was er normal in Richtung 170 als Unterstützung anbieten sollte, ist meiner Meinung nach mit einer größeren Wahrscheinlichkeit vergesellschaftet. Ich zeige euch das mal. Doch über den Tag. Kann man besser sehen. In Richtung dieser offenen Lücke, in Richtung 183 zu laufen. So, jetzt klingt das ja total super. Da sagt man, ja gut, kaufe ich die 170, der kann in Richtung 183 laufen. Das sind 7%. Dann kann ich den Stop hier knapp drunter setzen. Dann habe ich 3% Risiko. Prima. 2:1. Kaufe ich, lege ich mich hin und entweder der macht die 7%, dann sage ich, oh, der ist Nashari, so ein geiler Typ, das ist so ein geiler Typ. Und wenn er dann nicht dahin kommt, sondern vorher abdreht, sage ich, ja, der Idiot liegt schon wieder daneben. Pass auf, Leute, wenn ihr solche engen Konsos über die Stunde tradet, dann ist ganz einfache Kiste. Dann, jetzt mal so theoretischen Falles, die Kerze sieht so aus. Dann muss man bei solchen kurzfristigen Sachen auch kurzfristig den Stop anziehen. Und dann macht er vielleicht noch einen, muss nochmal den Stop nachziehen, dann macht er noch einen. So, es kann auch sein, dass er einen kurzen Weg geht und dann zack, die schon wieder auf Break-Even aufstoppt. Okay, dann ist es so. Das heißt, wenn du kurzfristige Trades hast, muss dein Stop auch enger sein. Und darüber habe ich aber auch schon mal gesprochen. So, Trader legen Stop los und das ist so eine Alles-oder-Nichts-Geschichte. Also, entweder der läuft oder ich werde ausgestoppt. Das wäre aus meiner Sicht ein Trade. Ja, Ziel ist 182, 83. Nur wenn du was Kurzfristiges nach 22% mit 5 Tagen Konsolidierung mit der nächsten offenen Lücke handelst und den Rücksetzer bekommst, dann musst du engmaschig dein Stop-Loss nachziehen. Kurzfristig aus dieser Konsolidierung heraus mit positiven Nachrichten. Dann habe ich noch einen spekulativen Wert für euch, auch als Ausbruch, nicht als Unterstützung. Das braucht aber noch ein bisschen und ist auch eindeutig über den Tageschart, und zwar die Match Group. Match Group ist Mutterkonzern von Tinder. Da habe ich es doch. Und da sehen wir Folgendes. Die Match Group mit einem unglaublichen Anstieg von sagenhaften 310%. Natürlich auch bedingt aufgrund der Corona-Pandemie. Wobei, was haben denn die Leute gemacht? Wenn die zu Hause saßen, die durften doch gar nicht daten. Oder haben sie da einfach verboten, doch MT macht gerade. Der MJ nickt gerade. Also, gut. Unglaublicher Anstieg. Es gab doch Kontaktbeschränkungen, Junge. Gut. Also, jetzt haben wir hier die Bulle. Ich komme ganz aus dem Konzept. So, dann haben wir hier die Konsolidierung. Und Widerstand. Was diesen Trade meiner Meinung nach etwas schwer macht, ist dieser Spike hier. So. Trotzdem sehen wir etwas anderes. Wir sehen hier eine horizontale Widerstandsmarke. Auf Tagesschlusskursbasis ist die 165. Das heißt, für den Fall, dass der einmal Zakatumski macht, mit ein bisschen mehr Volumen, würde ich gerne, total gerne den Rücksetzer handeln in Richtung 190. Und die Tatsache, dass wir hier sowohl hier unten die 200-Tage-Linie haben, als auch die 20-Wochen-Linie haben, macht diese Unterstützung im Bereich von 49 besonders stark und hast ein schönes CRV, um es in Richtung 190 zu traden. Ist ein Trade, der mir richtig gut gefällt. Könnte sogar für längerfristige Sachen interessant sein. Allerdings muss man sagen, Aktie ist aber auch sportlich bewertet. Deswegen für mich ein Trade. Genau das Gleiche, was ich euch auch bei RWE gezeigt habe. Der eine Anstieg, der war ein bisschen zu sportlich. Die andere Konsolidierung, der nächste Anstieg, die erneute Konsolidierung. Und deswegen unserer Meinung nach in Richtung 190 wäre das Ziel. Aber einmal ausbrechen, um zu sehen, macht er das mit Dynamik, macht er das mit Volumen und dann Potenzial für die nächste Welle. Wenn ihr sagt,
Kane finde ich total interessant. Allerdings würde ich das gerne mal sehen, wie das ein Profi macht, wie das kommuniziert wird und wie Trades erklärt werden, sind wir total gerne für euch da. Denn bei uns bekommt ihr nicht nur allgemeine Analysen, bei uns bekommt ihr klare Einstiege, Stop-Loss-Marken, Zielzonen. Deswegen haben wir euch auch unsere Performance der letzten 3 Jahre eingeblendet mit über 60%, wobei wir in der Spitze nie mehr als 7,7% verloren haben. Seid ihr herzlich eingeladen, unser Angebot zu checken. Apropos Angebot, noch eins habe ich für euch. TikTok sind wir da und zwar mit exklusiven Inhalten. Heute habe ich euch den, was haben wir gesagt? Wir haben nicht, das war nicht die Nachricht des Tages. Wie habe ich denn das genannt? Also, ich muss euch ehrlich sagen, ich stehe gerade total auf dem Schlauch, weil ich schon wieder vergessen habe, worüber ich gesprochen habe auf TikTok. Ach ja, klar, es ging um Tesla. Oh Mann. So, das war nämlich Fun Fact des Tages. Man könnte nicht sagen, ich würde senil werden. Also, Fun Fact des Tages hatten wir auf TikTok für euch. Wenn ihr uns da sucht, findet ihr uns Formationstape. Ding, es ist Formationstrading, blenden wir euch auch nochmal ein. Und morgen sind wir wieder mit dem Fun Fact da. Und wenn Tesla-Zahlen da sind, da schulde ich euch sowieso noch ein Mea Culpa. Und dann werden wir nochmal gesondert darüber sprechen. So, jetzt aber. Für heute soll es gewesen sein. Hoffe, dass euch die Ausgabe gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich in Telegram, in unserem Trading-Service und traden gemeinsam. Bis dahin.